Präsentation des neuen HTC One M8. In den Eisbach-Studios in München stellt Produktdirektor Fabian Nappenbach das neue Flaggschiff der Firma HTC vor. Wir arbeiten, glaube ich, über seit einem Jahr schon auf diesen Moment hin. Und dann ist es natürlich so Showtime. Und da möchte man auch wissen, was sind die Reaktionen darauf. Und wenn die dann positiv sind, ist es natürlich ein bisschen wie Kinder kriegen. Und wir haben gewusst, dass das Design einschlagen wird, weil ich meine, wir kennen viele andere Geräte. Und es setzt auf großen Fußstapfen von dem letztes Jahr schönsten Gerät aus allen herrlicher Meinung aus. Und wir haben es halt geschafft, es wirklich in vielen Bereichen nochmal schicker zu machen durch diese Verarbeitung, durch diese leichte Bürstung hier von der ganzen Form her. Und ich glaube, das ist mit Sicherheit das Herausragendste aller Unterscheidungen zu den Wettbewerbsgeräten. Wie schon der Vorgänger beeindruckt auch das neue M8 mit hochwertigem Alugehäuse. Wer Metall mag, ist hier genau richtig. Die größte Herausforderung ist, dass Metall und Antennen eigentlich natürliche Feinde sind. Man kann jetzt aber nicht sagen, wo beginnt jetzt quasi die M8-Entwicklung und hört sie auf, weil da fließen natürlich die ganzen Erfahrungen von den Vorhängermodellen mit ein. Und jedes Mal schaffen wir, sagen wir mal, wieder ein bisschen mehr Metall einzubauen. Und das war jetzt so der Schritt von so 70% auf 90%, der, sagen wir, in den letzten 12 bis 18 Monaten durchgebrochen wurde. Der Bildschirm wächst gegenüber dem Vorgänger von 4,7 auf 5 Zoll an. Und die Akkulaufzeit wurde auch stark verbessert. Ein kleiner Nachteil, der Speicher schrumpft von 32 auf 16 GB, ist aber per SD-Karte erweiterbar. Für viele Experten ist das M8 schon jetzt das beste Smartphone des Jahres. Außerdem stolz sind wir noch auf die Software. Das ist Sense in seiner 6. Generation und hat unglaublich viele sehr schöne Neuigkeiten, um das Ganze nochmal schöner zu machen, aber auch intuitiver. Also wir sagen, Sense 6 ist eigentlich das Betriebssystem mit dem 6. Sinn, the 6th Sense. Man kann das Gerät inzwischen nur über reine Fingerbewegungen aufwecken. Also ich muss noch nicht mal mehr den Power-Button finden. Eine Innovation des One M8 soll seine Kamera sein. Diese hat auf der Rückseite nun eine zweite Linse bekommen. Sehr neu sind all die Funktionen durch diesen zweiten Kamerasensor. Der nimmt Tiefeninformationen auf, also den Abstand zum Objekt. Und das heißt, dadurch kann ich nachfokussieren, kann Objekte sehr viel einfacher freistellen. All die Sachen, die ich normalerweise nur mit Photoshop und sehr viel Know-how machen könnte. Das neue HTC One M8. Eine echte Alternative zu den aktuellen Oberklasse-Modellen von Apple oder Samsung. Das Design ist nach wie vor etwas Besonderes. Der Sound beeindruckend und die Software bietet viele Zusatzfunktionen. Ab dem 4. April 2014 ist das neue Smartphone auf dem Markt. Preis 679 €.